Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Happy Wheels mit lustigen Level, hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, welches ich gespielt habe, aber ich habe hier gesehen, Mordor fliegt. Das will ich ausprobieren, weil ich gehofft habe, es wäre die Sockenpuppe, aber es ist nicht die Sockenpuppe. Ich muss irgendwie Space gedrückt halten, stand da. Oh, und ich fliege hoch. Oh Gott, okay. Okay, das ist wieder ein alternatives Level. Heißt, hier muss ich wahrscheinlich hier. Ist wie Copter. Oh, okay. Oh Gott. Okay, da sind wir tot. Okay. Ich muss die erste Kugel überleben. Kurz warten. Dann hoch und dann wieder so. Oh, nein. Oh, nee. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, nee. Ich bin wieder zu schlecht für dieses Level. Hört man auch nur noch, oh Gott und oh, nee von mir. So, also wichtige Sachen haben. Oh, wir sind entkommen. Die wichtigen Sachen fürs Leben haben wir noch, wollte ich gerade sagen. Ah, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Kann ich irgendwie an einer Stelle bleiben? So, bin ich jetzt? Nein. Man sieht irgendwie. Irgendwie fehlt einem die Struktur, dass man weiß, wie hoch man ist. Weil zwischen den Dingern hat man keine Ahnung, weil alles rot ist. Sonst würde ich irgendwie langsamer machen, aber ich weiß nicht, in welchem Bereich. Also, wenn man das so gestrichelt ma machen würde, ich weiß nicht, wie schwer das in diesem Launcher ist, aber gestrichelt wäre das, glaube ich, das Ganze nochmal gameplay-technisch angenehmer, muss ich sagen. Oder irgendeine Textur im Hintergrund. Muss ja nicht gestrichelt sein. Aber ich habe ja keine Ahnung, wie dieser Editor funktioniert. Ich erfahre nur immer wieder, dass er nicht das Gelbe vom Ei sein soll. Und ich gerade eben richtig schnell hochgedüst bin. War ja richtig flott unterwegs. Okay, wir schaffen das jetzt. Konzentration, Maudado. Wir gehen an dieser Kugel vorbei. Die boostet uns dann hoch gegen die Decke. Ach, perfekt. Konnte ich auch irgendwie runter? Irgendwie abbremsen? Ach, ich kann diese Kugel echt nicht einschätzen. Ach, und ich habe vorgestern erfahren, dass die Wächterreihe von Sergei Lup. Keine Ahnung, wie genau er heißt. Auf jeden Fall, die Wächterreihe ist eine Buchreihe, dass es ja zwei neue Teile gibt. 2012 kam ein und dem letzten nochmal ein Teil. Da habe ich mich richtig gefreut. Habe ich erstmal bestellt. Darauf freue ich mich. Keine Ahnung, warum ich euch das erzähle, aber jetzt wisst ihr Bescheid. Ich freue mich auf das Buch. Wächter des Morgen und die letzten Wächter. Kann ich außerdem nur jedem empfehlen, diese Buchreihe. Die ersten eineinhalb Bücher fand ich nicht ganz so stark, aber man merkt auch, dass es eine der ersten Buchreihen von Sergei irgendwas ist. Weil die werden immer besser. Die ersten eineinhalb Bücher fand ich zwar nicht ganz so gut, aber danach hat sich's zu meiner absoluten Lieblingsreihe, oh Gott, entwickelt. Ha! Cool, oder? Ich weiß ja nicht, ob ich das noch lange probieren kann. Irgendwie, ich meine, ein Baum macht richtig coole Level, für die ich dann immer viel zu schlecht bin. Weil mein Kopf viel zu instabil ist. Ja, mein Kopf ist daran schuld. So. Oh, das sieht gut aus. Nach oben. Ja, geschafft! Wie war's? Es war komplett anders. Hat mir gefallen. Trifft O-Saft haben wir ja schon gespielt. Und, oh, Maudado, Entscheidung. Das klingt richtig spannend. Viel Spaß beim Level. Und was steht da dran? Es waren ein paar Fehler drin. Heißt, hier sind keine Fehler mehr drin. Von Richard. Ja, gut, dann spielen wir das mal. Viel Spaß, Maudado. Hier kannst du entscheiden, was du spielen willst. Freeze voll. Spring am besten zweimal in das gleiche Kästchen, damit es auch klappt. Oh, okay. Ich kann nicht entscheiden, weil ich anscheinend erstmal Freeze voll schaffen muss. Hallo? Hallo? Ach nee, damit mache ich das weg. Freeze voll? Hä? Ach so, wenn ich dann das zweite Mal springe, dann spiele ich es auch. Beim ersten Mal mache ich die Wand weg. Ach, ich habe keine Ahnung. Ball voll, Ropes. Oh, wir machen Rope Swing. Ach so, ich lege die Reihenfolge fest, oder wie? Und danach spiele ich Try to Survive, weil ich Glass Break doof finde. Okay, gut, schauen wir mal. Erstmal Freeze voll. Hatte ich ja keine große Wahl, muss ich hier sagen, muss man einfach anmerken. Und jetzt gehe ich zu Rope Swing. Und dafür muss ich da rein und habe meine Beine schon verloren. Das ist nicht so gut. Und weil es ja sonst zu einfach wäre. Survive 6,4 Sekunden. Weil es sonst zu einfach gewesen wäre, haben natürlich meine Füßchen das Ganze ausgelöst. So, okay, nochmal. So, Rope Swing. Vielleicht diesmal mit Beinchen, Füßchen dran und. Nein, ah doch, ich wollte Try to Survive. Oder war ich schon bei Try to Survive? Warte, so STRG. Wir wollen ja unsere Füße behalten. So,
Freezefall funktioniert auf jeden Fall ganz gut. So, Rope Swing. STRG. Ach nein. Blöder Fuß. Müssen wir direkt so. Ja. Hallo? Ich glaube, ich muss da rüber. Ich bin mir aber nicht sicher. Wohin muss ich? Ach, da wäre der Rope Swing gewesen. Okay, versuchen wir es nochmal. Ist eine coole Idee an sich, aber irgendwie verstehe ich gerade nicht ganz, wo ich hin muss. Rope Swing. Und dann try to survive. Und ich glaube, wir müssen da unten links rein. Heißt, ich bin die ganze Zeit falsch abgebogen. Habe ich nicht die richtige Straße gefunden. So. Behalten. Los, Fuß, bitte bleib dran. Ja, 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 sieht gut aus. Und zack. Und zack. Und... Ach, wir müssen hier zurück und dann hier durch, oder? Und dann verschwindet das hier gleich. Oh, oh. Okay, okay, darüber. Zack. Und... Zack. Und da drauf. Und hier festhalten. Survive. Oh, und jetzt können wir hier fahren. Ich wollte doch gar keinen Glassbreak. Egal. Das ist cooles Glassbreak, muss ich sagen. Da hat man ein Auto. Und GG, wir haben gewonnen. Das sieht lustig aus, muss ich sagen. Da mache ich schnell einen Screenshot. Dann habe ich es fürs Thumbnail. So. Hat man einen schönen Screenshot. Ach nee, jetzt bin ich wieder in Fenstermodus gegangen. Verdammt, andere Tab schließen. Und hier ein Fullscreen. Zulassen. Exit to Menu. So, dann haben wir das auch gespielt und dann, was haben wir denn noch so cooles? Usafs Probe. Oh, hallo Mordado, das hier ist schon das 10. Level, welches du von mir spielst. Mit etwas Glück kommt das vielleicht in die nächste Usaf-Folge. Ach ja, du erkennst mein Level immer wieder an Usafs Kopf. Viel Spaß von da, Dylan BVB 1412. Ich grüße außerdem wieder alle lebenden Organismen auf dieser Welt. Hey Maudado, wie wär's mit einer Runde Bed Wars, stand da, glaube ich. Oder ich habe mir Bed Wars eingebildet, was etwas komisch wäre. Oh Gott, aber wir können es ja nochmal lesen. Ach ja, hey Maudado, sollen wir gleich Bed Wars spielen? Ja klar, Osaft. Oh, immer. Erstmal muss ich hier ein bisschen swingen. Okay, Z. Jetzt aber. Hä? Oh nein, ich schaff's nicht mehr. Früher habe ich das geschafft. Jetzt. Oh, und mein Arm ist abgebrochen. Ach, so ist das halt. Beim Rope Swing verliert man manchmal einen Arm. Ist nicht weiter schlimm. Oh, na, das war fast dran. Ne? Das ist aber ein ziemlich exakter Sprung, den man da schaffen muss. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Und? Oh, das ist das Äußerste vom Äußersten. Das war, glaube ich, das Weiteste vom Weitesten. Eigentlich muss ich schaffen. Gleich wird's lustig. Da bin ich aber mal gespannt. Oh, und ich muss mich an Osa festhalten. Das kann ich. Oh nein! Du bist mein Held. Danke. Ich will dahin. Ich will zu Osaft. Los. Ist da irgendwas unter mir? Bin ich hier richtig? Ist das Absicht? Ach, ich mach's nochmal. Da war auf jeden Fall das Ziel. Aber ich weiß nicht, ob ich das Ziel richtig erreicht habe. Also, ob ich mir das Ziel verdient. Die Wolke war im Weg. Verdient habe. War auch irgendwas Komisches, was da rumlag. Also ich muss sagen, diese Wolke, die ist mir schon ein bisschen im Weg, muss ich sagen. Ein bisschen flacher. Okay, so geht's. Oh ne. Oh ne, Bein. Ah, los. Und zack. Und zack. Ah, da geht's weiter. Okay, da bin ich tatsächlich... falsch abgebogen. Ah, ich muss in die Kanone rein. Okay, das schaffen wir jetzt. Och, nee, verdammt. Der Segway-Typ hat sich ganz verkrümmt. Wusch! Nicht gegen die Wolke! Nein! Ach, Mann. Und? Nur ein Arm, aber eventuell schaffen wir es drauf. Oh, wir haben es drauf geschafft und gleich unseren zweiten Arm abgebrochen. Wir schwingen mit einer Rope und eine Rope mit unserem Gehirn. Da oben leuchten die Köpfe. Hier unten zersplittern wir. Der Martinsmann. Nee, der Segway-Mann, der schwingt voran. Rabimmel, rabammel, rabum, bum, bum. Der Segway-Mann geht schnell kaputt. Ich glaube, ich... Nee, geht nicht. Ich muss tatsächlich so... Ich greife das mal anders. Oder das viel früher los.
Ja, das sieht gut aus. Oh nee, einen Arm verloren. Das ist immer richtig blöd bei Rope Swings, auch wenn ich Rope Swings mag. Aber wenn man Arm verliert, dann ist meistens Ende Gelände, muss man einfach sagen. Ach, versuchen wir es nochmal. Wir haben ja das Ziel eigentlich schon gesehen. So ist es ja nicht. Wir waren ja schon mal am Ziel. Obwohl es ist gleich. Ach, da gleich wird es lustig. Da waren wir. Das kennen wir. So. Und jetzt fallen wir so runter. Perfekt für Osafs Kopf. Oder? Oder? Nein, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Osafs Kopf ist einfach zu unangreifbar. So. Zack. Mit allem dran, nur den Helm verloren, aber dafür ist er ja da. Der hat jetzt einen Schlag abgehalten, deswegen. So, und ich krümm mich jetzt gar nicht. Ich liege jetzt einfach ganz gerade und dann lass das Leben auf mich zukommen. Perfekt. Und? Ach, ich treffe das nicht. Habe ich gesagt, nur noch einmal? Naja, es war nur noch einmal von mir. Ihr kennt das. Das streckt sich noch. Keine Sorge. Oder, beziehungsweise, doch so. Oh, Sorge. Das Bein opfern wir. Alles für Ursaft. So. Ach Mann. Okay, das ist jetzt echt das letzte Mal. R. Z. Wusch. Ah, das ist aber ein sehr guter Flug, muss ich sagen. Da lobe ich mich mal selber. Den Flug habe ich mittlerweile raus. Und warten auf Osafs Kopf. Und zu weit. Okay, gut. Würde ich sagen, wir haben das Ziel gesehen. Da wurden wir erstmal gelobt am Ziel, obwohl wir nicht mehr reingekommen sind. Und Quiz, KK, Paper. Nee, das haben wir schon gespielt. Haben wir auch gespielt. Scrollen wir ein bisschen runter. 4B1Y. Das Level soll eigentlich 4 Bilder, ein YouTuber heißen, aber ich habe nicht genügend Platz. Hoffe, du hast Spaß. Hab 4 Stunden gebraucht. Oh, von Tuntun. 2000 irgendwas. Habe ich nicht fertig lesen können. Ah, das sind 4 Bilder. Ach so, man muss herausfinden, welcher YouTuber da drin ist. Ja, das. Ich glaube, der nette Herr Unge drin. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, und da ist natürlich Grog. Hier, der Zylinder, der steht immer für Grog. Da ist Grog drin. Oder doch vielleicht Zombie. Ich glaube, es ist Zombie. Und was haben wir hier? Oh Gott. Da kenne ich mich leider gar nicht aus. Leute davor kenne ich, habe ich ja, mit denen habe ich häufiger was zu tun gehabt. Warte, Sturmwaffe? Nee. Sturmwaffe hatte Dreiecke. Oder eine Waffel und Paluten hatte einen Kürbis. Erstes Zinnert, zweites Munuk. Ach so, hä? Drittes Gonzo, viertes Let's Adventure Minecraft. Ach so, die gehören immer zu einem. Also hier unten links haben wir einen schwarzen Kreis mit grauem Inhalt. Oben rechts haben wir, ich weiß nicht, was es ist. Es ist oben links ein Bratapfel, golden. Ich sag einfach mal Sturmwaffel. Ach, verdammt, daneben. Ich weiß nicht, was es ist. Es tut mir leid. Unge. Ach, das steht dann immer dabei. Chombe. Ach nein. Ach, oh Gott. Das ist suboptimal gelöst, muss ich sagen. Dass man da runterfallen kann. So. Zombie. Schön weit hier drüben runterfallen. Mordado, schön weit hier drüben runterfallen. Oh. Es muss hier brechen. Brich hier. Ach, ich falle wieder. Oh, ich hab's geschafft. Und das ist natürlich Paluten. Wusste ich. Ganzen Dinge erkenne ich auch, was da dargestellt ist. Kürbisse. Ach, es war da mal ein Kürbis dabei. Das erste war ein Kürbis. Minecraft Bed Wars, Happy Wheels, glückliche Reifen, eine Mütze. Und das ist Rotpilz, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, schade, dass Wintercracker nicht dabei ist. Ich wünsche, Wintercracker wäre dabei. Dann wären da Cracker. Und Hecken und ein Hebel. Und richtig coole Sachen. Okay, spielen wir noch ein Level von. Ah, Dragon Cluster. Viel Spaß bei dem längst überfälligen Quiz zu Blue Exorcist. Das ist jetzt wieder ein Anime-Quiz, da ist ein Spoiler drin. Blue Exorcist, das ist Ewigkeiten her, dass ich es gesehen habe. Mal schauen, ob ich überhaupt noch was weiß. Aber ich bezweifle es. Welche der beiden Brüder unterrichtet den Exorzismus?
Das war Yukiko. Ach, ich wusste es einfach. Welcher Titel trägt Amaimon? Erdkönig? Dämonenkönig. Weiß gar nicht mal mehr, welcher das war. War das der... Das war der Dämonenkönig. Ach Mann. Der Erdkönig. Wie viele Mephistopheles... Hä? Wie, ach so, Mephistopheles zu Satan. Satan ist ein... Sein Bruder? Satan ist sein Vater. Welcher war Mephistopheles? War das... Nee, das war der Hauptcharakter, hieß doch Rin. Und... Oder waren die beide? Ach komm, sagen wir Bruder. Ist falsch, weil es wahrscheinlich der Vater war, weil der Hauptcharakter ja auch der Sohn des Satans war, glaube ich. Verwechsel ich gerade in Anime. Aber egal. Welcher Titel hatte Arthur Augusto Angel in der Serie? Das sind alles so Namen, die ich mir gar nicht merken kann. Paladin. Ja, richtig. Was sollte ich als nächstes machen? Quiz über... Kenne ich nicht. Ach so. Nee, das ist nicht Dragon Ball. Kenne ich beide nicht. Ich nehme oder. Warte, ich mache beide Gläser extra kaputt. Nein, ich wollte beide kaputt machen. Geh mir nach rechts. Und zack. Geh mir aus dem Level. Gut. Anime-Quiz, bei dem Anime ich fast keine Ahnung mehr hatte. Weil ich mir die Namen alle nicht merken kann. Aber egal, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.